Ja, das startet ja mal nicht so gut hier im Stufe 9er Match. Nee, das ist nicht schön. Ja, Wochenende war auch viele, sagen wir mal, 10er-Matches mit dem 8er-Panzer. Also, die sind sehr viel T32 gefahren. Und da waren sehr viele, wirklich viele, viele Tier-10er-Matches bei. Ja, das ist immer ein bisschen fies. Ja. So, fahren wir mit. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich habe gerade nochmal einen Ton ein bisschen leiser gemacht, das war zu laut. Ich werde zu sagen. Ja, ich guck mal, ob ich auf die Mitte feuern kann. Ja gut, dann komme ich da mit. Da können wir schon mal nicht mal drauf schießen. Nee, doof. Gut, dann rechts. Okay. Ja, ich habe die letzten beiden, also ich weiß gar nicht, vorgestern und vor 4 Tagen oder so, da hatte ich richtig coole, ja, Runden, sag ich mal. Den einen Tag hatte ich 10 Spiele, 10 Siege. Und den anderen Tag, das hatte ich dir ja schon geschrieben, da hatte ich 25 Spiele und 20 Siege. Ja. Das war mal ordentlich. Da sind wir fast vom Glauben abgefallen. Die hatten leider nicht Ja. so viel Glück. Tja. Moment, komme ich an nichts ran. Nee. Also ich habe schon zweimal getroffen, aber bei dem 112er und dem E75, da brauche ich ja gar nicht drauf schießen. E75 Kommandantenluke vielleicht, wenn du Glück hast. Oder eventuell untere Wanne, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Und der T26, der da über den Berg fährt, der hat 80 Ziele mindestens vor sich und auf mich schießt er. Blödmann. Ja, du bist der Kleinste. Der hat eine scheiß Gun. Der hat genauso wenig Durchschlag wie wir. Mann, dann treffe ich noch nicht mal. Das ist schlecht. Ja. Den S habe ich auf jeden Fall Ah. gekettet. Ich hatte gerade noch, ich habe auf den T26 hier rechte Maustaste gehabt. Ziel aber auf den Is. Ja. Deshalb wahrscheinlich. Jetzt habe ich mal getroffen. Yay. Ja, ich kette ihn weiter. Wenn du ihn rausnehmen Ja. kannst. Tiger 2 gekettet, aber der schießt halt Ja, nicht. getroffen. Ja. Muss auch nicht warten, bis ich wieder zugehe. Oh, daneben. Schade. Okay. Ui. Ah, die kommen jetzt von hinten. Ja. Ein Stück vor.
Na, ich denke. Oh, er kommt. Nee, doch nicht. Ah, verflixt. Haha, Abpraller. Weit vorne. Nein, wieso machst du das? Ja, weiß ich auch nicht. Gedacht, dass sie sich langsam ein bisschen zurückziehen und dass unsere da hinten mal langsam ein bisschen drücken. Ja, Jetzt die. Steht es nämlich bloß noch 8 zu 7. Die ruhen sich da langsam aus. Endlich bewegen sie sich mal. Das muss wehtun. Mann, ich treffe den, mache aber kaum Schaden an dem Teil. Ja, das sind aber auch die du da vor dir jetzt hast. Sind aber auch alles ziemlich harte Brocken. Oh, unser E75 steht natürlich auch göttlich. Ja, jetzt kriege ich hier gleich ein Problem, wenn die sich nicht Aber die anderen beeilen. kommen, ja. Aber die kommen jetzt. Die drehen um. Obwohl der Super Pershing bleibt stehen. Der guckt Richtung WZ. Ja. Und der E75 guckt auch Richtung WZ. Ah, okay. Dann kriegen die ja gleich von hinten, hoffentlich. Ja. So, Super Pershing dreht um, guckt jetzt zum nach hinten. Kannst also Ja. vorfahren, wenn du noch einen Schuss setzen willst, obwohl das wird nicht Ach, mehr. mein Fahrer ist sowieso tot, also bis ich da ankomme. Achso, okay. Naja. Aber trotzdem ganz gute Runde für den Anfang. Ja. Das finde ich auch. Und der WZ holt sich noch zwei, nicht schlecht. Das war nicht so berauschend. Ja, Plus gemacht, gewonnen, gut. Ja. Und du, wolltest den Jagdpanther oder so, oder? Genau. Ich nehme die Zoom. Okay. Ja, ich habe World of Warplanes mal am Anfang eine Zeit lang gespielt, weil es da Gold gab, dass du halt auch beim World of Tanks Account dann nutzen konntest. Ja. Aber dann irgendwann doch nicht mehr. Also ich finde es ist zu viel mit hoch, runter, links, rechts, denn mit diesem blöden Vorhalten und dann gingen wir doch relativ schnell. Ich fahre auf D1-2 dahin, irgendwie hin. Ja, ich auch. Obwohl jetzt keiner rechts ist, ist natürlich auch schlecht, aber gut. Alleine stelle ich mich So. ja auch nicht hin. Nö.
Ne, ich habe dann mal eine Zeit lang War Thunder gespielt. Das war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ähnlich, aber da ein Kumpel das gespielt hat, haben wir da dann immer zu zweit gespielt. Ja. Und das war dann ganz nett. Ja. Ich war nicht so begeistert davon. Ich habe es auch ausprobiert, aber die Panzer glitschten so durch die Gegend, das gefiel mir nicht. Ja, genau, die Panzer bei War Thunder, das fand ich damals auch ziemlich schlecht. Gerade so mit den Schnellen, da hatte man das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, ein Autorennspiel zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, was sie jetzt draus gemacht haben. Ich habe das jetzt auch schon länger nicht gespielt. So, WZ kommt gleich von rechts. Zu ran. Der WZ scheint umgedreht zu sein. Die 152 steht da an der Ecke. Ach, nee, da ist er. Das geht ja noch nicht ganz so gut los. Nee. Hoffentlich kommt ja gleich einer um die Ecke und dann. Ich guck Ja, dahin. vor allem, wir haben schon zwei Achter verloren, ne? Das. Ja. Ui, ich hatte gerade ordentlich Lag hier. Ja, ich nicht. Fahren wir weiter mit vor. Ja. Guck mal. Rechts mit um die Ecke. Okay. Richtung T44. Oh Leute, ich muss mal eine kurze Pause machen. Tut mir leid. Bis gleich. So, jetzt probieren wir das nochmal. Mal gucken, ob das jetzt besser klappt. Konnte hier gerade schon ein paar Treffer setzen, aber leider ohne Schaden zu machen. Bei dem S3 hinterher. Fahr nur nicht zu weit raus, irgendwo da hinten bei C9, D9 muss noch die Su stehen. Nee, die Su ist tot, ne, oder? Ne, diese 101. Ja, die fährt hier gerade. Ah ja, gut, ich Hier sehe kommt sie, sie gerade okay, ja. entgegen.
Oh, ich werde von hinten beschossen. Von dem S-35CA. Mhm. Was ist das überhaupt für einer? Eine Stufe 5. Naja gut, der ist nicht ganz so schlimm. Steht wahrscheinlich hier oben auf dem Berg, oder? Nein! Oh, dann hol ihn dir. Ich hab leider vorbeigeschossen. Nee, Abpraller. Ich glaub's nicht. Unglaublich. Beim Fünfer, ne? Ja. Hier muss irgendwo noch ein S3 sein. Mhm. Wird er sich wohl versteckt. Oh. Jo. Hinfahren? Also ich bin nicht so schnell. Meine fährt ja gerade mal 30. Okay. Ich fahr schon mal auf die Basis. Ah, hat sich erledigt. Das war schon mal eine bessere Runde. Ja. Ja. Okay. Ja. Manu? Ja, 25-2. Das hättest du gerne. Hast du auch schon ein paar Mal die 5000 Erfahrung reingeholt? Wodurch bekomme ich die? Wenn du unter den besten 10 bist, ob du gewinnst oder verlierst, ist egal. Und wenn du das 10. Mal da im unter den ersten 10 bist, kriegt der Panzer, mit dem du fährst, 5000 Erfahrungspunkte. Hm, das ist nett. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Und das habe ich nämlich beim T32 gemacht. Das habe ich, glaube, 3 oder 4 Mal geschafft. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, sehr cool. Aber das kann man nur einmal am Tag machen, oder? Nee. Immer wenn du 10 Mal durch bist, kannst du das nächste Mal anfangen. Aber ich glaube, das geht bloß 5 Mal oder so. Ach so. Glaube ich. Hm. Ja, 5 Mal. 4 Mal habe ich schon. Hast du denn noch irgendwo Aufgaben zu erfüllen? Nö, ich bin mit meinem T32 durch und sonst habe ich nichts, wo ich weiter wollen würde. Ich würde sonst gerne mich mal mit der Stufe 6 Artillerie, mit der 304 spielen. Ja. Dann nehme ich einen 5er Scout. Das ist doch gut. Ja, dann kann ich ja für dich scouten, genau. Aber diesen britischen Artilleriefahrzeugen muss man sowieso eigentlich fast selbst scouten, weil die so eine kurze Reichweite haben. Ich könnte auch was anderes nehmen. Ich glaube, dann nehme ich auch einen 6er. So. Ja. Machen wir das so. Das sieht doch gut aus. Ja, genau. Damit kann ich auch scouten. Zweifelsfalle. Ah ja, guck mal. Am unteren Ende der Nahrungskette. Mhm. Wer hätte es gedacht? A-Linie. Ja. Okay. Auch eine schnelle Kiste. Hm. So, ich bleib jetzt gleich hier vor dem kleinen Hügel stehen. Ja.
mach noch einen weiter und guck mal, ob ich da irgendwie helfen kann. Ja, jetzt kommt hier natürlich keiner. Super. Aber Ermas muss da sein. Ah ne, der T-34 hat ihn wahrscheinlich erwischt. Ja. Yeah, 46 Schaden beim T-34. Na, immerhin getroffen. Ja, und kritischer Treffer. Da siehst du, das ist auch gut. Kriegt er gleich noch einen. Oh, das war knapp. Komm schon. Lade mal um auf Gold. Ja. So, ich ziel mal mit darüber, ein bisschen helfen. Also mit zu uns da. Wartung gerade dran vorbei. Ja. Oh. Alter. An den S3 kommst du nicht ran, ne? Nee, gerade nicht. Ja, endlich. Oh, der nächste ist deiner. Ich habe noch 6 Sekunden nachladen. Ja, Hey. siehst wohl. Guck mal, S3. Oh, die sind überall durchgebrochen. Ja, ich drehe mal um. Guck mal, ob ich dann irgendwie in die Mitte wirken kann. Ich sterbe gleich. Kommt gleich der S3 um die Ecke. Ja, von hinten ist auch schon ein Chevy unterwegs. Der kommt jetzt gleich, der verfolgt mich nämlich. Nein! Verflixt. Ich dachte, ich komme weg. Bist du nicht? Ich hab gedacht, er schießt auf mich. Hat er vielleicht auch. Aber mich hat er getroffen. Unglücklicherweise dich getroffen. Ah, ich glaube, der. Ich war ja so frech und bin direkt an dem vorbeigefahren. Weil ich dachte, er braucht länger zum Nachladen. Hat aber nicht ganz geklappt. Der S3 kommt auf jeden Fall hinter dir her. Wobei, hast ein bisschen Zeit. Der zielt jetzt gerade noch mal zurück auf den Tiger. Kannst du noch einen verpassen? Jetzt guck da gleich.
Schade. Habe ich noch erwischt, ja, ne? Getroffen hast du noch mal, ja. Naja. Wieso Sollte bist du man denn gesehen von den, anscheinend. wieso Was bist denn? du von dem Panzer denn weggefahren? Ich habe gedacht, ich komme noch weiter nach hinten, weil wenn er um die Ecke kommt, der hat sich das sowieso erledigt. Dann hätte ich hinterm Panzer und versuchen können, dann sozusagen Katz und Maus spielen können, ne? Ja. Ja, eventuell. Nun gerade eben habe ich gedacht, naja, komme ich vielleicht an ihm vorbei, aber leider gekettet. Lieber TDs, kann man hinten stehen bleiben. Ja. Aber das sieht ja gar nicht schlecht aus. Nee. No, ich hatte immerhin 5 Treffer. Ja. Sehr Ich gut. vier. Ja. Und gewonnen. So kann das weitergehen. Ja. Ja, nochmal T25. Ist in Ordnung. Einmal kann ich heute sogar noch 10 Gold verdienen. Ich auch. Gerade jetzt zweimal gekriegt und dann jetzt hoffen wir das dritte Mal und dann. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja. Hast schon mitgekriegt, dass sich einige Karten mit dem neuen Patch jetzt ordentlich verändern werden? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube hier Vardy ändert sich extrem. Und was war das? Wo fahren wir längs? Links rum? Ja. Ich fahre nicht so gerne durch die Schlucht da hinten. Nee, ich auch nicht. Alter, wieso fahren denn die beiden Schnellen da nicht auf den Berg rauf, die Idioten? Ja. Zumindest in Aha. der EEC hätte er hochfahren können, ne? Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ich meine, ich bin auch keiner, aber wenn ich einen Spähpanzer hab, dann fahre ich nicht hinten rum irgendwo. Das ist ein bisschen doof. Bleib erstmal hier in der Mitte ein bisschen Moment stehen und guck mal, ob ich vielleicht was treffen Ja, kann. guck dem ELC hinterher. Der AMX, ja, genau. Der 25 fährt auch durch, der fährt auch durch, meine. Panther auf dem Berg. Komm ich nicht ran. Wollen wir den hier um die Ecke mit folgen oder wollen wir Ja, versuchen, ja. in die Mitte zu fahren? Nee, Mitte ist Quatsch, das nur die E25 und der Tiger. ELC ist oben drauf. Oh, ich glaube, ich bereue das, aber naja. Ich komme hinter dir her, dann bereuen wir zusammen. Okay. Aber auf mich schießt dann natürlich der KV-85, ne? Also, der ist ja wohl nicht wahr, ne?
Der T37 steht da auch ein bisschen offen. Ja, da komme ich leider nicht ran. Ich gucke ein bisschen in Richtung KV85 immer noch. Ja, okay. Wenn du an den 37 rankommst, nimmst du den. Ja. Noch Richtung KV85? Ball zu 8, der Hammer hart. Kacke, hab ich gekettet. Ich glaube, der schießt von oben runter, ne? Kann das sein? Mhm. Ach, bin weg. 4 zu 9, was soll man da machen, ja. Ja, das war auch echt dumm von den ganzen Schnellen, dass die nicht versuchen, auf den Berg raufzukommen. Der ALC schießt von rechts gleich auf dich. Ein Stück weiter rechts noch sonst. KV85 von vorne. Boah. Ah, schade. Ja. Panther. Nee, was hatte ich erwischt? Nee, ELC. Ah ja, doch. Mist. Ach, der Panther ist auch bei uns, sehe ich gerade. Ich trottel. Ja. Überrannt auf der anderen Seite. Mhm. Aber auch ungewöhnlich erstmal, dass keiner auf den Berg fährt. Keiner in die Mitte fährt, normalerweise. Ja. Ja, auf E5 oder E6, dass man da nochmal rüber gucken kann. Ist eigentlich auch irgendwie ein Platz für Heavies, ne? Mhm. Ja, liebe Leute, damit verabschieden wir uns mal, denke ich. Bis demnächst.